Lori, beste Unterhaltung. Gutes Leben, gute Games und die Katzen sind dabei. Jumpscares in Resident Evil, lassen sie mal schreien. Krasser Scheiß, bin sympathisch, ich bin meistens nett. Genieß die Zeit im Netz, denn das ist meine Welt. Bin froh, wenn du meinen Stream schaust, bitte mach ihn nie aus. Und wenn du doch gehst, frag ich mich, womit hab ich das verdient, yo? Just Chatting oder Warzone, alles ist hier mal dabei. Habt ihr Zeit, dann schon vorbei in meinem Livestream. Kein Cheat und kein Rush in Highspeed. Nehmen uns die Zeit, die wir brauchen für das Scheißspiel. Die wir brauchen für das Scheißspiel. Also guck vorbei hier, es lohnt sich, Lauri. Und ich streame mit Leidenschaft. Ja, denn ihr gibt mir meine Kraft. Macht nicht viel, dass ich weitermach. Denn ich streame mit Leidenschaft. Und ich streame mit Leidenschaft. Ja, denn ihr gibt mir meine Kraft. Macht nicht viel, dass ich weitermach. Denn ich streame mit Leidenschaft. Das traurige Ende von Bibi. Ich höre nichts. Hast du Herpes? Piss mir ins Gesicht. Was? Bringt das was, wenn man jemanden, wenn jemand Herpes hat? Das hilft dagegen Pipi? Naja, egal. Ich will nicht drüber nachdenken. Ja Leute, wir haben uns letztens ja das traurige Ende von Ai Bladi angeschaut und sind da in völliger Nostalgie versunken. Ich meine Dönerbuden Ali, die Bücherclubzeit, der Beef mit Tanzverbot. Ich weiß, dass du jetzt hier nach unten guckst, weil du gerne meine Brüste sehen wollen würdest, aber ich werde die Kamera nicht höher machen. Komm schon, komm. Ach komm. Doch. Okay. Genau unter diesem Video stand ein Kommentar mit dem Vorschlag. Mach doch mal das traurige Ende von Bibis Beauty Palace. Weiß ich nicht. Muss das? Ich meine, Bibis Beauty Palace ist einfach nur eine Geschichte aus lauter Hauls, Boyfriend-Tags, Challenges und halt eine Menge Schminki-Schminki, oder nicht? Ja, am Arsch! Leute, ihr könnt es gerne leugnen, wenn ihr wollt, aber natürlich ist diese Frau auch ein ganz großer Teil von YouTube Deutschland. Das stimmt, ne? Also sie war ja sehr erfolgreich. Das kann man ihr auch nicht, verwehren, ne? Also die ist ja auch sehr, sehr, sehr groß geworden. Oder ist immer noch sehr groß, sagen wir es mal so. Gewesen. Ich meine 5,7 Millionen! Ich glaube, gefühlt jeder kennt die in Deutschland, oder? Die was mit YouTube zu tun haben. Ja, natürlich lebt die jetzt einfach mit ihrem Geld und hat keinen Bock mehr. True. Abonnenten und 2,8 Milliarden Views. Hallihallo, meine Lieben, und willkommen zu meinem neuen... Sie ist die Frau mit dieser bezauberten Lache. Sie hat das Video mit dem... Wie hat er das denn geschnitten? Ja, hast du gesehen? Sie ist die Frau mit dieser bezauberten Lache. Sie hat das Video mit den meisten Dislikes in Deutschland. Sie führte jahrelang... Echt? Hat sie immer noch die meisten Dislikes in Deutschland? Ich muss mir das nochmal angucken. Lache. Sie hat das Video mit den meisten Dislikes. Ey, ich muss aber sagen, ich finde ihre Lache sympathisch. Also jetzt mal ohne Spaß. Jetzt mal ohne Witz. Fandet ihr die Lache? Ich glaube, wir fanden sie nervig. Ich habe Angst zu fragen. Aber ich fand die Lache irgendwie so ansteckend sympathisch. Ich fand sie sympathisch, die Lache. Hallo Baptist. Also, ne, man kann sie mögen oder nicht mögen, aber ich fand die Lache war sympathisch. Irgendwie. In Deutschland. Sie führte jahrelang die wohl kitschigste Beziehung aller Zeiten. Sie ist die Frau der Einbauschränke. Über 40 Meter Einbauschränke. Ja, das stimmt. Mit den glorreichen Fernsehauftritten. Da verdient ihr wahrscheinlich auch ein bisschen was mit dem YouTube-Kanal, oder? Ja, also man verdient schon mit YouTube was, aber das ist auf keinen Fall der Grund, warum wir das machen. Nein. Nein. Vielleicht nicht der Grund, warum sie angefangen haben, aber... Also ganz ehrlich, ja, wir machen alles ohne Geld. Ist so. Ach, als ob Bibi nur wegen Geld Videos gemacht hat. Im Gegenteil, sie würde sofort Geld wegslappen, wie Luigi Daisys Elefantenhintern. Boah, Alter, geil, ey. Alter. Der kam sehr unerwartet. Leute, begeben wir uns jetzt wieder auf eine richtig spannende Reise. Wer oder was ist Bibis Beauty Palace? Wie fing alles an? Wodurch kam ihr ganz großer Durchbruch? Und ganz wichtig vor allem natürlich, warum ist ihre YouTube-Karriere jetzt vorbei? Also zumindest lädt sie nirgendwo mehr seit über einem Jahr irgendwas hoch. Genau darum geht es jetzt. Viel Spaß. Ah,
danke, dass du dieses wundervolle Lied uns nochmal präsentierst. Ich muss aber ganz, ich kenne den Typen nicht, der dieses Video gemacht hat, aber ich finde es irgendwie so, wie er schneidet und so, wie er es macht, ganz cool bisher. Oder? Ich finde das schon cool. Unsere Reise beginnt dieses Mal am 28.11.2012, also dieses Mal nicht ganz so früh. Nee, ich muss dieses Mal wieder irgendwie was lesen von, da war ich noch... Da hat die angefangen? Ey, was für eine Scheiße, ich habe 2013 angefangen. Wo sind meine 100 Millionen tausend Abonnenten? Fuck. Gar nicht auf der Welt. Und schon nach 5 Tagen nach Kanalgründung kam das erste Video. Haare an der Kopfhaut flechten. Hallo, ich bin Bianca und drehe heute mein... Ey, es ist so unangenehm, wenn man seine ersten Videos sieht. Es ist einfach unangenehm. Ich wette, auch wenn sie ihre ersten Videos sieht, ist das einfach komplett unangenehm. Ich weiß, ich frage mich dann immer, wie konnte man mich damals gucken? Das wird jetzt da bestimmt auch man denken, so, what the fuck, was ging da ab? Erstes Tutorial für euch. Ich hoffe, meine Videos gefallen euch und ihr abonniert mich alle. Schon interessant, dass der erste Satz schon... Vor allem... muss man ja auch bedenken... Da ist man ja noch, da fühlt man sich ja auch noch nicht so wohl vor der Kamera. Ich meine, früher konnte ich vor der Kamera nicht essen, ne? Nein, war, dass einfach alle abonnieren sollen. Also, hätte ich es auch so machen sollen? Probier es mal, Leute, abonnieren. Ja, aber das Ding ist, warum sie das damals schon macht, ihr könnt mich gerne verbessern, ich bin voll in der Materie drin. warum sie schon diese Standardsprüche bringt, von wegen, wenn es euch gefällt, abonniert mich alle mal. Guck mal, eigentlich hat doch... Ich weiß nicht, ob ihr euch da ein bisschen auskennt mit dieser alten YouTuber-Zeit. Damals hat doch Lion TV, der heißt doch so, vielleicht ist er auch früher damals anders, Löwenkind, bla bla bla. Der hatte ja damals YouTube gemacht und der war nicht so klein. Und der ist doch mit dieser Dagi B zusammen gewesen oder zusammengekommen. Dagi B und Babys Beauty Palace waren, glaube ich, Freunde, wenn ich mich nicht täusche. Und dadurch hat doch Bibi auch angefangen. Oder war es andersrum? Ich glaube, Lion hat doch dafür gesorgt, auch dass Bibi damals angefangen hat, YouTube zu trainieren, oder war das unabhängig? Ich habe keine Ahnung. Aber dann konnte ich mir vorstellen, warum sie das macht. Aber weiß ich nicht. Ich hoffe, meine Videos gefallen euch und ihr abonniert mich alle. Schon interessant, dass der erste Satz schon allein war, dass einfach alle abonnieren sollen. Also, hätte ich es auch so machen sollen? Probier es mal, Leute. Abonniert mich alle. So also, scheißegal, ob ihr mich mögt oder nicht. Das ist wurscht. Ihr müsst alle diese coole Animation hier euch geben. Ach ja, Leute, hier ganz kurz aus dem Off. Ich habe gesehen, es fehlen jetzt nur noch weniger als 5000 Abonnenten bis zum nächsten Meilenstein. Deswegen, komm, dieses Jahr kriegen wir noch hin, oder? Ich schaue noch sicher hier noch ein paar von euch zu, die noch nicht Abonnent sind. Deswegen, komm, könnt jetzt. Wäre sehr cool. Würde mich sehr freuen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Wow, geiler Abspann. Aber ja, das war das erste Video. Beziehungsweise nein, es gibt tatsächlich noch ältere Videos, die schwirren halt nur so als Reuploads teilweise auf YouTube rum. Diese Videos gingen 2016 auf Twitter sehr stark rum, weil die Themenwahl in diesen ganz alten Videos sehr, sehr spannend war. Hallo, in diesem Video gebe ich euch ein paar Tipps, wie ihr euren Seitensprung verheimlichen könnt. Alter, Bibi, was will... Ist mir ins Gesicht. Tatsächlich hat sich dazu... Ey, dafür hat sie Jahre später, haben ein paar gesagt, guck mal, wenn man schon solche Videos dreht, ist doch kein Wunder, dass die Beziehung ausgegangen ist und so weiter. Und dafür wurde sie gehatet. Und deswegen sagen ja voll viele, dass sie fremdgegangen ist, weil sie damals dieses Video gedreht hat. Ja, genau. Sogar Bibi irgendwann mal geäußert und die Erklärung für diese Videos, die ist ja wirklich sehr spannend. Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Kannst du das bitte lassen, es nervt. Gerne. Auf jeden Fall haben wir da zu diesem Zeitpunkt kleine Videoclips gedreht und an eine Firma verkauft. Wir haben auch wirklich schlappidare Summen von 3 bis 5 Euro, würde ich sagen, im Durchschnitt dafür erhalten. Egal, darauf folgten ein paar weitere Videos, unter anderem ein paar DIYs. Und auch hier finde ich sehr spannend zu erwähnen, weil es hat mir noch gar nicht, dass Diablo-Plan von Anfang an ziemlich rabiat war. Also ohne Scheiß, ja teilweise 3 Videos pro Tag hochgeladen, was zum Geier. Die Aufrufe waren bestimmt nicht unbedingt extrem überragend, aber immerhin einen Monat später. 3 Videos pro Tag. 3 Videos pro Tag. Was schickst du denn da die ganze Zeit für ein YouTube-Video? Was für ein Statement? Was? Nein! Vergiss es! Außerdem kann ich die Musik ja nicht hören.
Alles laufen. Nee, die Musik ist schwierig. Das Beste kommt noch. Nein, ich möchte das Video nicht sehen. Ich weiß genau, was da passiert. Das brauchen wir. Ach, Mann, ey. Chat, wenn ihr wollt, dass wir das angucken, macht ein Plus. Falls nicht, machen wir ein Herz. Das sind so wenige Plusser. Ich sehe einfach nur Don und Creamy. Es tut mir leid. Der Rest anscheinend will nicht. Wie ich sehe. Ich sehe nur Don und Creamy. Tut mir leid, Chat. Rest hat keinen Bock, das Video zu gucken. Ich kann mir das nicht angucken. Es tut mir auf allen Ebenen leid. Wenn ihr euch das angucken wollt, gerne auf YouTube oder auf den Link klicken. Viel Spaß damit. Wir gucken jetzt aber weiter hier. Bibis Beauty Palace. Perfekt. Also im Januar 2013 hatte sie dann die 500 Abonnenten. Ich habe heute meine 500 Abonnenten geknackt und ich bin so glücklich darüber. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass ich das heute schaffe. Und ja, ich war eben in YouTube und habe... Aber ganz ehrlich, 3 Videos pro Tag ist echt krass. ...halt sozusagen live mitverfolgt, wie ich meinen 500. Abonnenten bekommen habe. Und ich möchte mich wirklich bei euch allen super herzlich bedanken. Das war guter Content. Hallo, Kölsch! Ja, also so richtig organisch war Bibi damals noch nicht vor der Cam. Also ich bin so glücklich. Nein, wirklich! Und hier ist es, das erste Video mit Julienko. Was könnte ich stundenlang tun? Du könntest... stundenlang Musik hören. Ja, Musik hören tue ich sehr gern. Putzen. Habe ich ein Talent und wenn ja, welches? Für eine Beziehung, boah, ja, du könntest gerne Musik hören und putzen. Tun. Du könntest... Fallen keine Dinge ein. Stundenlang Musik hören. Ja, Musik hören tue ich sehr gern. Putzen. Habe ich ein Talent und wenn ja, welches? Naja. Nein, nicht, dass ich wüsste. Alter, war Julienko eigentlich schon immer so gemein. Aber diese ist... Oha! Oha! Böse! Ich sag jetzt mal, Pärchenvideos waren damals auf YouTube noch etwas sehr Neues. Somit kamen diese Videos um einiges besser an und so hatte sie im März schon 4.700 Abonnenten. Und genauso waren damals auch die Aufrufe, also immer so ein paar tausend Zuschauer, also die Community war hier schon mal so ein bisschen aufgebaut. Ab dann machte sie jede Menge Hauls, Tags und natürlich auch die ersten Challenges. Es gibt Leute, die finden das ganz unterhaltsam. Aber auch hier merkt man schon, dass der Kanal eher so auf Quantität gesetzt wurde. Denn nach 4 Monaten hatte sie schon über 50 Videos hochgeladen. Aber früher war das halt auch einfach so. Ich finde, das kann man gar nicht verwerfen, ne? Das kennt man eigentlich eher vielleicht von Let's Playern vielleicht. Ach so, und das 50. war sogar schon ein Draw My Life. Das war in der 5. Klasse. Und hier habe ich mich dann auch prompt verliebt. Und ihr werdet es mir nicht glauben, in den Julian, meinen heutigen Freund. Was? Bibi liebt Julian schon seit der 5. Klasse? Alter, die kennen sich ja schon richtig lange, deswegen fanden auch viele die Trennung so schlimm. Achso, das war jetzt ein kleiner Spoiler, ne? Also dazu kommen wir später. Erst gab es die allererste Roomtour. Und gerade wenn man die anderen Roomtouren kennt, ist diese im Vergleich halt noch richtig niedlich. Und dann haben wir hier nochmal so eine gemütliche Ecke mit so einem coolen Sessel und einem Schuhregal. Ja, hier stehen unsere beiden Schreibtische. Der ist von meinem Freund und der kleinere hier am Fenster ist von mir. Und dann ein cooles Highlight aus dem Zimmer, finde ich, ist diese Ecke hier. Ja, weil da eine Pflanze ist. Ich mach mal eben die Tür zu, dann seht ihr das richtig. Oh, wow! Highlight des Spiels. Totales kranke Highlight, Mann. Aber... Die Lache, die reingeschnitten worden ist. Xana, danke schön für 48 Monate. Viel, viel lieben Dank für deinen Reza. Auch hier merkt man schon, Roomtour, Boyfriend-Tag, Challenges, Halls, das sind ja alles englische Begriffe. Also muss man nicht unbedingt Sherlock Holmes sein, um zu wissen, wo diese Formate alle herkamen. Und was muss passieren, dass wir deine älteren Videos auf YouTube gemeinsam anschauen, mit dir als Kommentatorin? Ich kann nicht reden dann. Ich schweige und vergrabe mich. Ursprünglich. Was ist nicht so überraschend ist, weil zum Beispiel Let's Draw von Ape Crime kommt ja von Smosh. Die erste Waititi-Parodie war ja auch eigentlich eine Idee von den Staaten. Selbst heute kopiert man da gerne mal was. Das ist eigentlich fast schon, ja, einfach gang und gäbe. Und hier ist es. Ende März gab es auch das allererste Video mit Ducky B. Hallo meine Lieben. Hallo.
ein neues Video. Manchmal wird ja behauptet, dass Bibis Beauty Palace dieser Dame ihre gesamte Karriere zu verdanken hat. Und aber eigentlich hat Dagi Minas ja eher Lion zu verdanken, würde ich mal behaupten. Nein, dann war es andersrum. Und vermutlich könnte da auch was dran sein. Denn Bibi war damals noch unter 10.000 Abonnenten und Dagi war halt einfach schon 8-mal größer. Und da die einen zweiteiligen Haul gedreht haben und die Zielgruppe ja sehr, sehr ähnlich ist, muss es doch ganz schön viel geholfen haben, oder? Schauen wir mal, das war Bibi vor dem Video und das ein paar Wochen später. Also, ja, hat schon was gebracht, ne? Jetzt bräuchte man halt ein Paralleluniversum, wo Dagi halt eben keine Kollaboration eingegangen ist und eventuell da Bibi auch geschafft, was ich nicht mal so als... Ja, Dagi war schon vorher da, ja. Die war ja durch Liont. Also Dagi hat das tatsächlich Liont TV zu verdanken, weil Liont hat Videos gedreht und dann irgendwann auch hat Dagi auch Videos Bock gehabt und so. Unwahrscheinlich, ja, betrachten würde, weil Bibi war schon so ein ganz eigener, sehr spannender Charakter. Die sind einfach geil. Überlegt mal, 3 € für so Schuhe. Ganz ehrlich, dann sind die mir auch nicht zu schade, nee, dafür, wenn die mir mal kaputt gingen. Ganz ehrlich, 3 €. Oh je, ob das die Kinderarbeiter auch so sehen? Ui, oh, was ist denn das? Ein Talk über Vertrauen und Eifersucht? Da müssen wir doch mal reinhören. Bei mir war das so, dass der Julian vor unserer Beziehung sehr viel Kontakt zu anderen Mädchen hatte, also einfach zu vielen Mädchen. Und der war natürlich auch noch da, als wir dann zusammengekommen sind. Und die haben sich dann halt auch teilweise, ja, lieb dich oder so abends geschrieben. Hat was? Sie das wirklich gerade gesagt? Das hat die nicht gerade gesagt, oder? Doch, ich glaube, die hat es gerade gesagt. Nicht ihr Ernst, dass die das gerade gesagt hat. Sie jetzt! Nee, aber ohne Scheiß, wenn jetzt meine Freundin mit anderen Typen ich liebe dich schreiben würde, oder lieb dich zumindest, da würde ich schon halt das Beziehungsmodell so ein bisschen hinterfragen. So, doch jetzt kommen wir zu ihrem ganz großen Erfolg. Aber man muss auch bedenken, die waren ja auch sehr jung, ne? Wo die zusammenkommen sind, ist natürlich trotzdem, naja. Also nicht. Doch an der Stelle ganz kurz, Leute. Es ist ja bald Black Friday und deswegen... Leute, es gibt jetzt extrem heftigen Rabatt bei Just Legends. Also alle, die schon immer mal die Produkte austesten wollten oder einfach mal ihren Vorrat aufstocken wollen, so wie ich, dann gut aufgepasst. Vom 20. bis 24.11. ist die... Oh. Wir haben 1.12. Chat. Legends Week und das bedeutet jeden... bis zu 20%, 30% passt dann... hier nochmal nachholen. Ich hätte es jetzt angeguckt mit euch, aber es ist schon vorbei. Zusätzlich gibt es dazu nochmal die gesamte Woche Gratisprodukte. Nämlich ab einem Bestellwert von 50 € bekommst du den exklusiven Legend 150 € Schenks. Ist das schon ist bei mir auch die einzige Möglichkeit, wie man diese Produkte bekommen ein paar kann. Tage halt das Video, so wie Performance Booster, kommt eigentlich erst nächstes Jahr in den Shop. Und zusätzlich dazu gibt es auch nochmal weitere reduzierte Bundles über die ganze Woche. Nämlich das L, das XL, das XXL, das XMS und das XMS Premium Bundle. Und wie gesagt, auch hier ab einem gewissen Bestellwert bekommt man ja Gratisgeschenke. Also zum Beispiel beim XXL Bundle bekommt man ja das alles und dann nochmal die Blackbox mit weiteren 3 Artikeln. Also damit ist man dann wirklich erst einmal komplett versorgt. Also Leute, klickt jetzt auf den Link in der Videobeschreibung. Ich weiß, das waren gerade sehr, sehr viele Informationen. Aber du findest auf der Webseite von Just Legends nochmal alle Details sehr gut grafisch aufgelistet. Okidoki. Dann würde ich sagen, okidoki, machen wir weiter, oder? Im September 2013 gab es das allererste Arten von Video. Ja, wer bei 10 Arten von an die Space Frogs denken muss, der irrt sich eigentlich auf irgendeine Weise. Denn die haben nicht pro Folge immer wieder mal über 10 Millionen Views gefarmt. Aber okay, dann schauen wir doch einfach mal in 10 Arten Schluss zu machen rein, oder? Der Besoffene. Ich mach Schluss. Was? Der Alkohol ist das so mit dir? Jetzt. Nein, ich geh. Der Sentimentale. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich reagieren soll. Bist du denn gar nicht traurig darüber? Die Situation, bedauere ich. Aber wo ist jetzt der Witz? Das verstehe ich nicht. Ja, aber das war früher, glaube ich, schon so ein Ding. Aber scheißegal, mit diesen, aber auch anderen Videos hat sie bis Oktober, also nach 11 Monaten YouTube, schon 100.000 Abonnenten gesammelt. Krass eigentlich, ne? Ich habe vor ein paar Tagen meine 100... Oh, guck mal, Klaxi-Regal. 100.000 Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal erreicht. Und ich war so unglaublich gerührt, als ich diese Zahl gesehen habe. Ach so, und hier sieht man nochmal ganz gut die bis dato erfolgreichsten Videos von ihr. Und da mit merkt Dagi, man schon oder? So, ja, Dagi B hat schon gut was gebracht, so ist nicht. Und im November 2013 hat sie das Video hochgeladen, welches sehr, sehr lang das erfolgreichste von allen sein sollte. 10 Arten von Pärchen, welches nach wenigen Wochen schon über 1 Million Views gesammelt hat. Also als Vergleich, sowas habe ich zum Beispiel nie hinbekommen. Also außer vielleicht hier mal, aber das ist ja auch ein 90-Minuten-Film. Also muss ja dieses Video voll das Brett sein, oder? Das ist ja wie mein Video, da kann ich einfach nicht hingucken. Es ist wie ein Unfall. Stellt euch mal vor, das war draußen, ja?
Die Nachbarn gucken so aus dem... Stellt euch mal ganz kurz vor. Ihr wohnt da ja in der Gegend. Die Nachbarn wohnen... wohnen hier draußen, ja. Gucken das an, was sie... Da hören sie jemanden schreien, ja. Weil die da laut rufen. Und ihr seht das aus dem Fenster. Stellt euch bitte vor. Darling! Bubu, Bubu, gleich seh ich dich! Knuddelbärchen! Mein Romeo! Zuckermäulchen! Endlich sind wir wieder vereint. Meine Mäusepastete. Mein glitzernder Stern. Mäusepastete? Meinst du, wir sollen Händchen halten? Ja, okay, aber nur mal das Kissen da. Wir halten Händchen. Kuscheltiere sind voll toll. Oh Gott. Aber ja, es war früher, glaube ich, fanden die Leute das halt witzig, ne? Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Ich hab dich lieb. Ich hab dich mehr lieb. Ich hab dich am meisten lieb. Ich hab dich bis zum Mond lieb. Ich auch. Sind Frischverliebte so? Das verstehe ich nicht. Aber scheißegal, was du davon hältst, die Leute haben das wirklich tierisch gefeiert. Und so das stimmt, haben sie wirklich. Deswegen, das muss ja nicht... Guck mal, das hat ja zu ihrem Erfolg beigetragen, da wo sie jetzt steht, also von daher. So hatte Bibi im Januar 2014 schon 340.000 Abonnenten. Dadurch wurde sie auch so ein bisschen in der Szene bekannt als die Frau, die sich so vor ihr Ikea-Regal hinhockt und dann einfach herzeigt, was sie so gekauft hat und damit halt wirklich sehr viele Views farmt. Aber auch so Tags und Challenges, also was heute total normal ist, war damals was völlig Neues und das stößte schon... Das freut mich, Krimi, dass du jetzt... die Nachricht zurückziehst. Und manche so ein bisschen sauer auf. Es ist wertloser Humor. Es sind wertlose Videos, die hier stellenweise auf YouTube in den Himmel gelobt werden, weil sie mit überhaupt null Liebe gemacht wurden, sondern einfach nur zusammengeschissen und so unkreativ und so unpersönlich sind, dass jeder, der sich damit so ein bisschen auseinandersetzt oder der so ein bisschen Gefühl dafür hat, der im Strahl kotzen würde. Damals kannte man halt White Hitty, Ape Crime, Ape Lali und diese ganzen aufwendigen Produktionen. Und dann kam einfach sie daher und schaffte genau das Gleiche mit viel weniger Aufwand. Und das fand manche halt ein bisschen uncool, aber andererseits kann sie ja nichts dafür, dass alle das sehen wollen. Also die Zuschauer bestimmen ja, wie viel Aufrufe was hat. Von daher war es eigentlich sogar sehr gut, dass sie auf diese Form von Kritik nie eingegangen ist, weil... Was willst denn du sagen? So, hey, ich mach meinen Content und Leute gucken das. Und hier ist der allererste Fernsehauftritt passiert. Ja, sie wurde zusammen mit Dagi B zu Stefan Raab in TV Total eingeladen. Wie viele Leute klicken im Durchschnitt auf eure Seiten? Also bei mir waren es jetzt letzten Monat 8 Millionen. 8 Millionen? Mhm. Weiß man genau, wer das ist? Sind das eher junge Mädchen, die die Tipps haben wollen? Oder sind das Typen, die auf euch scharf sind? Oha, wie alt waren die da? Wer waren die da? Was sind das für Fragen? Hallo? Alter. Ach so, und wenn man sich die Thumbnail zu der Zeit so ansieht, dann würde ich mir denken, ja, das ist vermutlich ein Kanal mit 10 Abonnenten und vielleicht ein paar Views pro Video. Stattdessen einfach 8 Millionen im Monat, also wow. Natürlich kam da für Bibi schon wirklich gutes Geld zusammen und gerade unter ihren Hauls waren auch immer alle Produkte brav verlinkt mit Affiliate-Link. Alle Sachen habe ich euch auch in der Infobox verlinkt, also schaut da auch einfach mal vorbei. Affiliate heißt, wenn ein Zuschauer davon was kauft, bekommt sie einen Teil von diesem Geld ab, also sie hat an der Stelle vermutlich mehr verdient als wir alle. Und schon im August hatte Bibi nach ein bisschen über 1,5 Jahren... Von 9 Jahren, ey. 1 Million. YouTube die 1 Million Abonnenten. Und damit hat sie auch Dagi B überholt. Das 1-Million-Special war ganz süß. Also einmal sah man so, wer die Zuschauer sind. Und dann haben auch noch einige YouTube-Kollegen ihr gratuliert. Hey Bibi! Achso, das ist Lion TV. Der war früher recht groß auf YouTube. Den meine ich. Der hat die eigentlich so, würde ich sagen, ein bisschen bekannt gemacht. Mittlerweile macht er kaum noch Videos. Herzlichen Glückwunsch. Luna Darko, auch früher sehr bekannt in der Szene. Zu Sascha und Paola, mittlerweile getrennt. Beide machen keine Videos mehr. Einer. Melina hatte einen Giga-Hype, die war sowas von bekannt, macht aber auch keine Videos mehr. Million. Halfcast Germany, also Simon Desio, macht auch keine Videos mehr. Alter, überall Ex-YouTuber in diesem Special, ist das... Ist das der Babyfluch? Königlich! Aber noch etwas hat mich bei diesem Special stutzig gemacht. Stimmt. Man alle kennen Minus mehr. Aber die sind ja auch schon richtig lange in dieser Szene gewesen, ne? Ich verlose eine einwöchige Reise mit Julian und mir in die Türkei in ein 5-Sterne-Hotel. Und wir werden in eins der brandneuen Sun Connect Hotels von Neckermann reisen gehen. Genauer gesagt in Sun Connect SeaWorld Resort und Spa. Ist das gerade eine Produktplatzierung in einem Abonnenten-Special? Aber ja, na gut. 2015 hatte dann Bibi schon 1,4... Ja, der ist auch nach Dubai gezogen. Aber was der da macht, keine Ahnung, welche weiß ich nicht.
Millionen Abonnenten. Und hier kam auch so ein bisschen die Vermutung auf, dass zwischen Dagi und Bibi so ein bisschen also Simon, Beef herrscht, ne? Auch wenn sich keiner zu äußern wollte. Wieso fragt ihr eigentlich die ganze Zeit, was mit Bibi los ist? Ist doch alles okay. Wieso fragt ihr sie denn nicht einfach mal? Wirklich, hört doch einfach auf zu fragen. Ich habe meinen Teil dazu gesagt. Andere Person nicht. Sass. Bis dann, Herr Newstime für Aufklärung sorgte. Und nun war es irgendwann allgemein bekannt, dass beide nichts mehr miteinander zu tun haben wollten. Ebenso wurde spekuliert, dass beide ein... Die hatten auf jeden Fall Beef, aber ich glaube, die verstehen sich wieder. Ach, ich habe keine Ahnung. Er hat's verstanden, die hat alles gesagt. Ja, die haben sich ja nie wirklich geäußert, warum sie sich gestritten haben, ne? Aber ja, ich glaube, damals hat das super viel interessiert inzwischen. Oder kam es raus? Ich habe keine Ahnung. Streit gehabt haben sollen. Und nun wissen wir, es gab einen Streit. Dieser Streit geht um den Fame, den Dagi B damals Bibis Beauty Palace gebracht hatte. Zitat Dagi B: Wir haben uns echt gut verstanden. Deshalb finde ich es schade, dass sie nie irgendwo erwähnt hat, dass ich ihr in ihren Anfängen so geholfen habe. Das stimmt doch gar nicht. Natürlich hat sich Bibi mal bedankt. Und einer Person möchte ich natürlich ganz, ganz besonders danken. Und das ist die Dagi. Denn die hat mich so wirklich in das YouTube-Leben eingeführt und du hast mich so dolle unterstützt und dafür bin ich dir so unendlich dankbar. Hat sie echt gemacht? Oh. Aber naja, ist ja auch. Egal. Bibi ballte fleißig weitere. Sie hat sich ja wirklich bedankt. Na dann. War vielleicht schon lange her. Videos und so hatte sie ganz schnell die 2 Millionen Abonnenten. Ich habe einfach vor 3 Tagen, glaube ich, jetzt meine 2 Millionen Abonnenten erreicht. Das ist so krass. So, meine Lieben, und damit sind wir jetzt bei der mega, mega, mega krassen Verlosung. Was? Wieder eine Verlosung? Das war aber noch nicht alles, meine Lieben. Denn der Saturn Köln hat auch mitbekommen, dass ich meine 2 Millionen Abonnenten erreicht habe. Hat gesagt, komm Baby, ich gebe dir auch noch was dazu. Und deswegen gibt es noch 2 mega riesen Gewinne. Ist das wieder ein Placement in einem Abo-Special? Aber das Ding ist, man muss ja auch sagen, guck mal, die waren ja die größten YouTuberinnen damals. Oder eine der größten auf jeden Fall. Und da wollen ja auch alle Firmen mitmachen und Giveaways und dies, das, jenes. Weiß ich nicht, ob das so verwerflich ist, aber ich meine, er macht das ja eh mit Humor. I don't know. Es ist Betrug. Na, was ist das? Aber man, jetzt geht's nicht gut. Nee, keine Sorge, das ist nur ein sehr irreführendes Thumbnail und Alt-Titel. Und nein, ihre Brüste sind zu klein? Und ich fühle mich in meinem Körper wohl. Ja, ich weiß, ich habe nicht die größten Brüste, aber das ist völlig egal. Deswegen muss man immer aufpassen, was man sagt. Weil wenn man dann mal was macht, dann ist immer Kacke. Da wird dir das immer vorgelegt. Hast du nicht gesagt, Nee, Spaß, ihre Brust-OP, dazu komme ich eh später und das hat nicht... Aber das hat, glaube ich, eher was mit ihrer Schwangerschaft zu tun gehabt, ne? Dadurch, dass sie 2 Kinder bekommen hat, glaube ich, macht das ja auch viel mit dem weiblichen Körper. Ich glaube, daran lag es und deswegen hat sie sich halt unwohl gefühlt in ihrem Körper und hat das halt machen lassen, ne? Bedingt was mit der Größe zu tun. Doch jetzt kommt ja die Zeit der Bibi-Produkte. Einmal hier. Diese Marke heißt Bidou, aber ein normales Duschgel war mir dann doch ein bisschen zu normal. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, Duschschäume zu entwickeln. Tasty Donut heißt der und riecht so unfassbar lecker. Und dadurch ist alles eskaliert. Es gab dutzende Videos, die sich über Bidou irgendwie lustig gemacht haben. Riecht auf jeden Fall sehr markant. Ja, erinnert mich auf... Auf jeden Fall, ja, an Klostein mit ein bisschen AIDS. Pony Trash hat 24 Stunden lang Bilou gesagt. Bilou, 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 Bilou. Und ist ausgerechnet in den letzten 4 Minuten eingepennt. Bilou. Obwohl das ein bisschen Manche Videos müssen nicht verstehen. Bild wirkt, oder? Ich habe das Video daraufhin ein bisschen untersucht und ja, ich kann hier und da so ein paar Schnitte finden, also... Vielleicht war dieses Video auch nicht ganz so echt, aber Videos faken, das würde ja keiner machen, oder? Und auch Stefan Raab konnte es nicht lassen! Tasty Donut, das ist vielleicht eher deine... Tasty Donut! Ja! Oh. Lecker! Hast du es wirklich gerade gegessen? Bitte? Hast du es runtergeschluckt? Du hast doch gesagt, die Creamy Donut. Ist es das echte? Ja, was soll es sein? Ihr habt da Sprühsahne reingemacht. Was? Lass mal sehen. Das ist das echte Creamy Donut. Steht doch hier drauf. Creamy. Ich wollte gerade
sagen, als ob er das runterschlucken kann. Donut! Ihr verarscht mich hier! Donut. Ich hab mich richtig erschrocken! Und ja, als nächstes gab es ja dann auch noch das Bibi-Phone, was eigentlich nur ein Nokia-Handy war, wo halt hinten drauf eine Bibi drauf gedruckt war. Oh, Entschuldigung, ich lache. Das ist ja... Kann man bestimmt auf jeden Fall so teuer verkaufen wie ein damaliges iPhone. Ich habe dafür gerade 250 Euro ausgegeben. Und es ist Betrug. 2016 hatte dann Bibi schon 2,6 Millionen Abonnenten. Und da muss doch eine Kiss My Body Challenge her. 3, 2. Nein. Schnell noch vorher essen. 1. Ich glaube, es war dein Fuß. 3, 2, 1, jetzt. Du ekelhaftes Schwein. Was denn? Du hast mir deinen Arsch ins Gesicht gedrückt. Nein! Oder wie wär's mit einem Ich-bin-schwanger-Prank? Ich bin schwanger. Oder natürlich in Glitzerschleim baden. Also grob gesagt, einfach Content, den du dir schon immer gewünscht hast, oder? Oder? Es gab weitere Bilou-Sorten und natürlich spawnt auch gleich wieder ein Nebelnik. Melonik. Und hier ist es. Mit diesem Thumbnail wurde Bibi bei Ultratief erwähnt. Das Thumbnail, das den Zuschauern das Herz gefrieren lässt, weil man Angst hat, dass Bibi jetzt die Melina Sophie hat, darf natürlich auch nicht fehlen. Erst wenn man seinen Klick und die dritte Werbeunterbrechung hinter sich hat, wird einem klar, dass mal wieder die eigenen Erwartungen fehlgeleitet wurden, um Irrelevanz wichtiger aussehen zu lassen. Verrückte, also, oder? Jetzt sind wir so ein bisschen in dieser Clickbait-Zeit von Bibi. Also nein, es wird sich gar nichts verändern, außer dass im Dezember mal ein bisschen mehr Videos kommen. Jula, was können wir verlosen in diesem Video? Oha, wie viele Giveaways sie immer damals gekriegt haben, ne? Leute, wie wär's mit so einem wundervollen Kratzbaum, der schon Gebrauchsspuren hat? Dann könnt ihr damit auch was Cooles machen. Und es riecht ein bisschen nach Katze. Habt ihr Lust? PlayStation. Und hier wird tatsächlich sogar Bibis erster eigener Song schon angekündigt. Auf den könnt ihr euch alle schon mal freuen hier. Alles, was ihr tun müsst, um zu gewinnen, ist, einen Kommentar zu schreiben. Mir war nie klar, dass es so viele Verlosungen bei Bibi gab. Egal, 2017 war Bibi bei 4,3 Millionen Abonnenten. Und wieder schaffte sie es, mit diesem Thumbnail dieses Mal bei Ultratief erwähnt zu werden. Es gibt einen Grund, warum wir gerade in Miami sind. Manövriert man geschickt um eine eigentlich doch so einfache Auflösung herum, um künstlich Neugier zu erzeugen. Generell scheint es irgendwie gerade sehr in Mode gekommen zu sein, auf zensierte Elemente hinzuweisen und mit ihrer eventuell folgenden Auflösung zu locken. Das weiß natürlich auch die Web-Videopreis-nominierte Bianca Heinicke und Photoshop deswegen ein komplett zusammenhangsloses Standbild ihres Videos auf einen vollkommen anderen zensierten Hintergrund. Eine Auflösung, die nie stattfindet. Im Endeffekt stellt sich heraus, oha. Okay. Dass die beiden mal wieder im Urlaub sind. Ich fürchte, er geht kaputt, wenn ich mich draufsetze. Wahrscheinlich glückloser Ritter. Nur wenn die Katze dazu kommt. Nein. Und wow, ein Was ist in der Box Video. Nein, man muss da Dollar drücken. Hä, bist du nicht erstaunt über meine Kreativität? Ich sag jetzt mal so, Julienko als Freund zu haben, ist echt eine bemerkenswerte Erfahrung. Oh, wie böse. Und jetzt ist es soweit. Darauf habt ihr alle gewartet. Hier kommt Bibis erster Song. Bap, bap. Das ist schon wieder 6 Jahre her? Was? Es kommt mir so vor, als wäre es gestern gewesen. Das war auch ihr einziger Song, weil dieser kam überraschend schlecht an. Ich meine, 3,6 Millionen Dislikes, das ist wirklich lächerlich viel. Aber der klang auch nicht. Wie, warte, die sind gerade beide im Hintergrund. Sind die gerade beide in den Hintergrund gegangen? Null. Wirklich unbedingt überragend, also hätte der noch irgendwie noch schlechter sein können. It's late at night, I go to bed, but I can't get no rest. Ich werde auch nie singen. Nein. Gut, doch, es geht beschissen. Trotzdem ging das wieder ab wie Schmitzkatze und brachte Bibi bestimmt gutes Geld. Und was mir generell auffällt, ist, dass viele gar nicht wissen, wie scheiße reich Bibi ist. Ich meine, wenn man sich so Room- oder Hoteltouren ansieht, dann merkt man einfach nur, was ist denn hier los? Meine Dekadenz. Das ist halt krass, ey. Über Luxus sieht man ja ganz gerne mal in der Influencer-Szene, aber das ist... Krasser Scheiß. Hotel, in Aquarium, halt gucken. Irgendwie nochmal ein ganz... Holy shit. Ey, dann können die Fische dich nackt sehen. Und was ist aber, wenn... Ah, nee, du hast einen Vorhang. Ich wollte gerade sagen, was ist, wenn da gerade so ein Taucher ist, der zum Beispiel das Glas sauber machen muss?
Und du bist gerade in der Badewanne und denkst so, ohne Vorhang, oh mein Gott, unangenehm. Das ist anderes Level. Style, was ich mega cool. War rein theoretisch, guck mal, rein theoretisch muss, oh mein Gott, jetzt mal ohne Spaß, rein theoretisch muss doch da jemand irgendwie so rumschwimmen und die Scheiben da auf der anderen Seite auch sauber machen, von Algen und so lösen. Und stell dir mal vor, du bist gerade in der Badewanne. Hm, stellt's euch vor. Nochmal ein ganz anderes Level. Style, was ich mega cool finde, mit einem... Jetzt ohne Scheiß, was ist mit Julienko? Und hey, schon wieder... Vorhang? Ja, aber du bist ja in der Badewanne, um den Fischen zuzugucken eigentlich. Das Bibi zu ultraaktiv geschafft. Ich denke, es wird so einen Zeitplan geben, wo das dann passiert, vielleicht, ja. Wie viele Mal ist denn das jetzt schon? Dreimal hintereinander. Im Thumbnail benutzt Bibis Beauty Palace eine nicht angeschlossene Toilette in einem Baumarkt. Bibi soll einen Angestellten ansprechen, fragen, ob die ausgestellten Toiletten auch zu benutzen seien und darum bitten, eine ausprobieren zu dürfen. Sie würde sie im Nachhinein auch wieder reinigen. Ja, Bibi sitzt in diesem Video nie auf einer Toilette. Aber ja, ich glaube, die Zuschauer von Bibi, die waren mittlerweile auch nichts anderes. Das war, aber ich glaube, es ging darum, dass das Gespräch doch einfach nur unangenehm wird, oder? Safe. Ist mehr gewöhnt. Denn nein, es gab keine Hochzeit zwischen den beiden. Nein, Bibis Lippen wurden nicht aufgespritzt. Nein, Julienko hat keinen Antrag gemacht, welchen Bibi abgelehnt hat. Also vielleicht war es bis dahin einfach schon vollkommen normal für die Zuschauer. 2018 erreichte Bibi dann die 5 Millionen Abonnenten. Doch wie ihr dann schon auf dem Banner sehen könnt, passierte etwas. Plötzlich wurde ein mysteriöses Video hochgeladen, bei dem nur ein Flimmern zu sehen war. Dann ein weiteres mysteriöses Video mit einem Datum und einem Tic-Tac-Sound. Highly beängstigend. Natürlich gab es jede Menge Theorien, was jetzt genau los sein könnte. Wow, es hat gerade ein bisschen gedauert. Hat er nicht gemacht. Es hat gerade... Ich dachte so, hä? Und jetzt, oh mein Gott, hat er nicht gemacht. Oh, hat er echt reingeschnitten. Und das wiederum hat dazu geführt, dass viele von ihren Fans zum einen verunsichert sind, zum anderen aber auch Angst um Bibis Beauty Palace haben. Und nach kurzem... Nein, die hatten Angst, oh mein Gott. Zur Zeit gab es dann endlich die Auflösung. Es kam ein weiteres Video und ja, Bibi war schwanger, das erkannte man daran, dass Julienko über den Bauch gestreichelt... Nee, es ging um dieses Tic-Tac. ...hat diesen dann auch noch geküsst hat und damit es auch der letzte Vollidiot checkt, hat man nochmal so einen Herzschlag-Sound gehört, damit klar ist, in diesem Bauch ist Leben, Leute. Habt ihr das auch sicher gerafft jetzt? Und das verletzte den Kanal Bibi total, weil jetzt konnte man sehr viel Schwangerschafts-Baby-Content machen. Das brachte Bibi einfach nochmal so einen richtigen Hype und so löste Bibis Beauty Palace Gronkh als größten YouTuber Deutschlands ab. Bibi wird mich überholen. Was heißt das? Und das ist alles, was es heißt. Denn ich fand Gronkh einfach super. Im Grunde genommen hat Bibi dann einfach eine Zahl, in einem Bereich, der größer ist als meiner, hat sie, glaube ich, schon bei den Views, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube schon. Und im Grunde genommen, was ändert das jetzt? Nichts. Ist doch egal. Und das ist alles, was es ändert. Und natürlich hat er damit vollkommen recht, es ist ja vollkommen egal. Die Zahlen außenrum, der Content allein zählt doch und nur das ist wichtig. Obwohl es schon ein bisschen traurig ist, ne? Ah, halt's mal auf. Aus jeder Kleinigkeit konnte man ein ganzes Video basteln, wie der Name des Kindes, welches Geschlecht, wie sieht das Kinderzimmer aus. Und natürlich auch jede Veränderung in der Schwangerschaft wurde dokumentiert. Selbst nach der Geburt kann man ja damit weitermachen, also Content zu finden war ab da aus, glaube ich, nicht mehr so schwer. 2019 gab es dann den ganz berühmten Fernsehauftritt bei Quizduell. Was gibt es oft... Gott, ich habe das alles nicht mitbekommen. Aber okay, ich habe es auch nicht verfolgt. Offensichtlich nach Analyse von NASA... Messdaten natürlicherweise auf dem Mars. Ich hätte jetzt WLAN genommen. Hat sie das wirklich gerade gesagt? Das hat die nicht gerade gesagt, oder? Doch, ich glaube, die hat es gerade gesagt. Nicht ihr Ernst. Hey, das war das gerade gesagt hat. Wieso? Aber war schon eine geile Antwort, oder? Ich meine, was kommt auf dem Mars natürlicherweise vor? Obwohl man trotzdem fanneshalber sagen muss, die haben am Ende trotzdem das Duell gewonnen. Ansonsten ging es weiter mit Baby Nummer 2, also konnte man den gesamten Content einfach nochmal bringen. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song. Und los! 2020 gab es dann die ganz berühmte Haustour. Wir haben eine Wohnfläche von ungefähr 500 Quadratmetern, aufgeteilt auf 3 Etagen plus... Aber eins muss ich sagen, also jetzt mal ohne, also wirklich. Man kann sagen, was man will, aber sie hat es ja auch irgendwo verdient, ne? Also klar, sie hat nicht, sie hat auch ein paar Sachen gemacht, wo ich sage so... Und sie hat auch die Armen, also so die Kinder ein bisschen, so, ja... aber andererseits hat sie halt, keine Ahnung, hat halt auch Content gemacht, ne? Ich
Keller, da kommen noch dazu. Egal, ob man entfeiert oder nicht. Und einen Außennutzbereich, sprich Garten und Terrassen und Balkonflächen, auch nochmal von ungefähr 500 Quadratmetern. 1000 Quadratmeter? Alter, ich denke, wie ich wohne, das ist schon ziemlich groß, aber das ist einfach mal 6-mal so viel. Einbauschränke. 40 Meter Einbauschränke. Einbauschränke. Auch wieder mit Einbauschränken. Aber man braucht auch gar nicht so viele Einbauschränke, oder? Was stellt man denn da alles rein? Hallo Agony, danke schön für 19 Monate. Vielen lieben Dank für deinen Resub und Hallöchen. Beidenseitenschränke, einen großen Einbauschrank, dann hier wieder einen Einbauschrank, sieht man wieder die Einbauschränke. Ist ja gut, wir haben es verstanden. Und dann, 2021, gab es einen ganz großen Aufschrei in der YouTube-Szene. Bibi wollte sich Brust und Nase operieren lassen. Der Wille danach und der Wunsch danach ist einfach jetzt mittlerweile so groß geworden. Manche fanden das doof, weil es halt einfach für junge Zuschauer kein gutes Vorbild ist, wenn man einfach, sobald einem was nicht gefällt, sich operieren lässt. Andererseits ist es ja ihre Sache, also hat sie plötzlich das Recht verloren, halt solche OPs in Anspruch zu nehmen, nur weil sie jetzt Reichweite hatte. Ich rede nicht davon, was sie dann später gemacht hat, sondern von Anfang an, Waze, ne? Die ist ja nicht durch das Kind groß geworden. Ich weiß ja nicht. Aber ja, egal, dazu gab es dann auch halt recht viel Content. Daraufhin habe ich dann verschiedene Sachen auch in Beratungsgesprächen anprobiert und habe mich... Anprobiert? Kann man das so darüber dann anziehen? Sie beantwortet gerade Fragen, aber die Beantwortung, die sie macht, die macht für mich noch mehr Fragen. Was heißt denn anprobiert? Ich will auch Brüste anprobieren. Also will ich nicht, also es ist nicht, dass das jetzt mein Traum ist, sondern ich will einfach wissen, wie das geht. Ich will sehen, wie jemand Brüste anprobiert. Also ich will auch nicht sehen, wie jemand Brüste anprobiert. Also es ist jetzt nicht eine Leidenschaft von mir. Ach so. Okay. Ich glaube wirklich tatsächlich, dass das gemeint ist, dass du wie so ein BH wahrscheinlich, also gehe ich mal davon aus, aber ja. Mir zu sehen, wie jemand... Rezo, ganz ehrlich, es geht nicht nur mir so, ne? Dass ich mich verspreche und dann erstmal mich selber erstmal rausreden muss, was ich da eigentlich gerade gesagt habe, um es richtig zu stellen. Das ist sehr sympathisch. Jemand Brüste anprobiert. Also ich will auch nicht sehen, wie jemand Brüste anprobiert. Also es ist jetzt nicht eine Leidenschaft von mir, zu sehen, wie jemand Brüste anprobiert. Das muss sein, Rezo, ne? Doch dann passiert es. Bibi und Julian trennten sich. Trotz jahrelanger Beziehung und zwei Kinder konnte die Liebe nicht halten. Und das brachte viele Zuschauer dazu, wirklich komisches Zeug zu schreiben. Digga, wie kann man nach 13 Jahren fremdgehen? Wer sagt denn, dass sie fremdgegangen ist? Hat doch niemand bestätigt. Mach mal lieber Statement-Video. Immer noch kein Statement. Statement! Leute, ich bezweifle stark, dass es noch mehr geben wird als diesen Text hier auf Instagram. Warum? Naja, Bibi hat noch nie Statements gemacht, weder fürs Bibi-Phone, noch für Wabab, noch für Bilou oder sonstige Kritik von irgendwelchen YouTubern. Sie hat ja, die haben einfach zwei die Schnauze gehalten und ihr Ding durchgezogen. Die hat einfach gefühlt mit uns allen Schluss gemacht. Wer mehr davon hören will, gerne dieses Video hier auschecken, da habe ich alles Mögliche kommentiert. Aber seitdem ist komplette Funkstelle bei Bibi. Keine Uploads mehr bei YouTube, Instagram oder sonst irgendwo. Aber warum? Naja, genau kann man es nicht sagen, aber vermutlich will sie einfach eine Auszeit haben. Geld verdienen muss sie ja schon lange nicht mehr. Ich denke, der hat einfach keinen Bock mehr. Das Geld reicht auch locker für ihre Kinder und Kindeskinder noch. Also die werden alle nicht arbeiten müssen, theoretisch. Wie viel Geld sie jetzt wirklich hat, das weiß auch niemand genau. Aber man kann sich vorstellen, es ist sehr viel, weil die ganzen Views. Bilou ist eine sehr, sehr erfolgreiche Marke. Und dann die ganzen Placements, wie zum Beispiel Shein. Da kam bestimmt schon was zusammen, so ist nicht. Die Fans hoffen natürlich bis heute auf ein Comeback. Ob es irgendwann mal eins kommen wird, keine Ahnung. Aber am Ende ganz wichtig. Was denkt ihr? Das würde ich mal gerne wissen. Denkt ihr, Bibi kommt irgendwann zurück? Also man hört irgendwas nochmal von ihr, statementmäßig oder so. Muss ja nicht komplett zurück sein. Ja oder nein? Was denkt ihr, Chat? Aha, Krimi sagt ja. Und einige nein. In Jahren. Ich tendiere auch eher zu nein, aber wenn, dann dauert es noch richtig, richtig lange. Irgendwann wird sie dann vielleicht mal sagen, so, hey, so und so sah es aus. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass sie richtig zurückkommt, so YouTube-mäßig. Für was? Richtig, schreibt mir mal eure Gedanken zu Bibi in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Und die letzten Worte überlasse ich dieses Mal den lieben Hubertus. Hast du Herpes? Piss mir ins Gesicht. Bibi, what the fuck? Oh Mann, ich mag eigentlich, ich finde den Humor ganz cool. Ich kannte die Videos vorher nicht. Klickt mal bitte hier auf das Video, das wir gerade geguckt haben. Lasst ihm gerne einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Wäre auch schon ganz cool, weil wir den Content da konsumiert haben.